Führerschein mit 15. Das bedeutet für viele Jugendliche und für viele Kids endlich Freiheit. Unabhängigkeit von den Eltern. Was auf dem Land zum Beispiel ganz oft zu sehen ist als Zweirad, gibt es jetzt auch als Vierrad. Und damit deutlich mehr Möglichkeiten, unabhängig zu sein, Gepäck mitzunehmen und eben auch wetterfest irgendwo anzukommen. Der Markt der Microcars boomt. Und so gibt es inzwischen eine Vielzahl an Herstellern für die sogenannten Kleinkraftfahrzeuge wie diese. Limitiert ist das Ganze auf 2 Sitzplätze, geringe Abmessung, 425 Kilo Leergewicht. 45 km/h klingt jetzt nicht nach einer tollen Endgeschwindigkeit, aber ich habe die Möglichkeit, bei diesen Autos entweder einen Verbrennungsmotor zu haben oder eben einen E-Motor. Und da kennt ihr wahrscheinlich auch, dass da mit dem Drehmoment schon ein bisschen Fahrspaß zustande kommt. Um ein solches Auto fahren zu dürfen, braucht ihr einen Führerschein. Der sogenannte AM-Führerschein. Wie für jeden Führerschein benötigt es dafür eine bestandene theoretische als auch eine bestandene praktische Prüfung. Für die Theorie müsst ihr 14 Doppelstunden nachweisen können bei einer Fahrschule, um zugelassen zu werden. Für die praktische Prüfung sieht es anders aus, denn dort gibt es keine Vorgabe, wie viel Praxis ihr gesammelt haben müsst. Hier müsst ihr euch einfach nur sicher fühlen, dass ihr wisst, ihr könnt die praktische Prüfung auch bestehen. Sämtliche Informationen zum AM-Führerschein findet ihr auf der Website des TÜV Rheinland. Dort erfahrt ihr alles über die Prüfung, wie zum Beispiel, dass ihr die theoretische Prüfung auch in über 10 verschiedenen Sprachen ablegen könnt. Übrigens, wenn ihr euren Führerschein schon mit 15 haben wollt, steht dem nichts im Wege. Denn 3 Monate vor eurem 15. Geburtstag könnt ihr schon die theoretische Prüfung ablegen und 1 Monat bevor ihr 15 werdet, dann auch die praktische. Wäre das nicht cool, wenn ihr an eurem 15. Geburtstag mit eurem eigenen Microcar losfahren könntet?